Alles klar, gut, dass wir da hingegangen sind. Da müssen wir jetzt diese anderen Sachen wegbringen. Übelste. Und dann hast du einen Granatwerfer. Nice. Ist hier nicht direkt ein Safe Room irgendwo? Ja, hier hinten. War direkt, ne? Müsste doch dann auch eine Box sein. Granatwerfer, Alter. Den werden wir bestimmt auch für die Alte brauchen, Alter. So, was packen wir weg? Der die Kurbel? Ich weiß nicht. Vielleicht brauchen wir die auch noch. Ja, zwei Schießpulver haben wir sogar noch. Deswegen den Grenzschlüssel behalte ich noch. Das kann ich wegpacken. Weiß nicht, ob ich das wegpacken soll. Was ist das nochmal? Brennstoff. Festbrett. Brauchen wir das jetzt nochmal in 122? Und ich habe bis jetzt nichts gesehen, was uns damit... Aber wir kommen ja noch zu der nächsten Rabentür. Ja, und ich meine auch für sie, glaube ich, ne? Und ich glaube, sie hat ja diese Viecher um sich. Mhm. Der Rahmenschlüssel geht weg, wenn wir alle Rahmentüren geöffnet haben. Dann verschwindet der. Na komm. So ist okay. Aber da kommt jetzt noch der Granatwerfer. Ja, dazu. Und der nimmt zwei Plätze oder drei weg, ne? Zwei. Zwei und dann die Granatdings. Ich würde die Kurbel erstmal wegtun. Ich tue die noch weg. Das reicht. Du hast dann zwei Plätze für den Granatwerfer, dann hast du nochmal einen Platz für Granat. Oder Flammen. Flammengranaten waren das, ne? Ich glaube ja. Gucken, wie viel Schuss der Granatwerfer hat. Das wird bestimmt nicht so viel sein. Das ist bestimmt schon special, das Ding. Nice. Flammgranaten, eine. Und eine ist im... Da ist nee, das ist ja... Eine hatte einen Schuss. Weißt du Bescheid, müsst du mal sorgfältig mit umgehen. Zwei Schüsse. Zwei Schuss. Oder können wir uns die auch craften? Oh, das weiß ich nicht. Mit Sicherheit können wir uns die craften. Ich wollte. So. War das die einzige Rabentür? Hier? Ja. Ich glaube ja. Sicher, war das nicht auch eine Rabentür, wo wir unten die Pillen her haben? Das war eine Schlangentür. Ja? Ich meine ja, ich kann hingehen, aber ich bin mir sicher, es war eine Schlangentür. Sehr gut. Kann man eben hingehen? Das Ding ist bestimmt wirklich nur so ein Zusatz, ne? Da, falls sich einer denkt, so, er ist da drüben und vergisst die Tür und so, ne? Fürs Mitdenken und zurücklaufen und... ordentlich untersuchen. Ding würde ich schon gerne mal ausprobieren. Din, 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 din. Nein. Später. Beim Boss war keiner, ne? Rabentür. Ne, da war überhaupt nicht so eine Tür. Da hinten war eine Tür, die war zu, aber ich glaube, das war auch eine Schlangentür. Da ist rechts vorne eine Schlangentür. Egal, das ist noch ein gutes Boni. Der Weg hat sich definitiv gelohnt. Ein schönes Gewehr. Ich schöne Granatwerfer.
Epico. Nice. Ja. Die Alte freut sich schon. Willst du, oder? Hä? Willst du? Nee, ich brauch nicht. Mach du ruhig mal. Nächste Runde. Bin sowieso fertig. Ich lieber jetzt erstmal noch eine Runde zu. Auch fertig. Was? Bin auch fertig. Meine Augen sind so. Die fühlen sich an, als wären die voll angeschwollen. Und jetzt soll ich mir dann noch die Hexe geben, Alter. Wow. Ist ja bestimmt kein Kampf jetzt, aber. Gegen irgendeinen müsste ich, glaube ich, doch. Bei dem Dings gab es auch einen Zwischenkampf. Bei dem ersten Boss. Aber die ist richtig dumm, ne? Anscheinend. Die ist blind. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Ach ja, wir müssen wieder durch diesen Geheimgang, ne? Ja. Boah, aber das war eine geile Bewegung. Geil animiert. Ne? Ja. Nice. Oh oh. Ich hab dir gesagt, du sollst hier raus. Dir gehört mir. Was sind sie denn? Da ist eine Puppe zum kaputt machen. Rechts von dir. Ah, die ticken so. Dann haben wir im Haus auch schon eine wieder übersehen. Weil ich habe mich vorhin schon gefragt, was da so tickt. Oh, wo ist die denn? Geh runter. Da. Und im Haus müsste da hinten auch noch eine sein, aber da müssen wir eh noch wegen Schlangen und so. Wo ist die Alte? Da. Aber da war vorhin auch ein Getick. Jetzt weiß ich, wo es herkommt. Ist denn jetzt Granatwerfer und dann ist sie tot, Alter. Nee. Ich glaube, du kannst dir jetzt keinen Schaden zufügen. Das wäre nice, meine ich jetzt. Ach so. Das wäre nice, ja, stimmt. So, Game Over, Alter. Mann, piss dich doch mal, du Alter. Kommt die hier rein? Kannst du mal versuchen, auf sie zu schießen? Oder lieber nicht. Ich hab dir gesagt, du gehörst ihr nicht her. Du sprichst? Läuft nur noch hier lang. Wie weiß, wir müssen da durch. Von der anderen Seite kannst du nicht. Will ich jetzt gerade lang. Geh doch. Und schrei bloß nicht wie so ein Mädchen. Kannst du was essen, Alter?
viele Vitamine. Ja, nachhab. So, er kreischt nicht wie so ein Mädchen. Ich hab dir gesagt, du darfst dir das sagen. Oh, Alter. Was? Jetzt? Fight oder was? Okay, du kleiner Schwanzlutscher. Jetzt wird's richtig ernst. Ich glaube schon. Du denkst, du kannst einfach reintrampeln und dich an meine Familie vergreifen? Du wirst in diesem Loch sterben. Und es wird dir gefallen. Gott allein weiß, was du und Zoe getrieben habt. Boah. Was ist das, Alter? Ah, ich kann nur hoch. Was ist das so? Was hast du davon, die Nase in Orte zu stecken, an denen oh, du nicht verloren hast? Oh, Lucia, erstmal irgendwie... Ja, erstmal so ein Durchschnitt. Da, sie brennt. Du gehst nirgendwo hin, Mister! Okay. Wird sie verzogen. Richtig, Schätzchen! Wo gehst du denn hin? Ich hab dich noch so voll von dir, junger Mann! Ja, junger Mann. Jo, super halt. Ist schön, meine Hilfe. Wofür? Sehr nice. Geht das hier runter? Ja. Sie hält die ganze Lampe, glaube ich. Was geht denn jetzt? Also wird gefressen. Wir sehen die gleich nochmal wieder. Denke ich auch. Also so schnell ist die nicht weg. Du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen? Und was planst du mit einem Altar anzustellen? Das lässt du besser... deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünsche, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, armselig, armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Mmh. Schon gutes Fleisch. Können wir nochmal nach unten gehen? Warum? Willst du sterben? Weiß ich nicht, ob man stirbt. Ich denke schon. Ich wollte ein Bad nehmen. Hm. Wo ist er? Der Schlüssel? Da. Alter. Ah, Telefon. Also klingelt es gleich. Und hoch können wir auch. Was zum? Alter! Was ist das denn? Betreffend des Serie-Serums, den folgenden Objekten in der Lage: Serum, Desirus, Gehirnnerv, Desirio, peripherer Nerv. Ich glaube, das ist es. Okay, jetzt müssen wir uns das hier herstellen, oder was? Keine Ahnung. Denke.
Wie der Flammenwerfer. Und? Hast du ein Serum gefunden? Musste mich mit deiner Mom und ihren verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Das tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Ich hab keins gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, den habe ich hier irgendwo rumliegen. Hast du? Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mich noch im oberen Stock hier umschauen. Okay. Schau dort nach. Komm zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Zum Wohnwagen, wenn du ihn hast. Ich glaube, ich habe hier noch einen Kopf liegen. Kann ich jetzt auch zum Wohnwagen? Ich würde gern schon speichern. Es kommt hier bestimmt jetzt gleich ein Speicherpunkt. 100 Pro. Eine Voodoo-Puppe. Boah, habe den ganzen Tag was? Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge, mir ist ständig schlecht, bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich gerönt. Was passiert mit mir? Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben, habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindesvertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Okay. Und das soll ich sein, oder was? Oh, geht gleich direkt weiter. Der Schlampe, oder was? Er wird erstmal ins Safe Room kommen, denke ich mal. Oh. Ah, du brauchst ihre Lampe. Das ist nämlich das, was ich vorhin gesagt habe. Du kannst ihr, glaube ich, ihr die Lampe wegnehmen, weil sie die ganze Zeit sagt, das ist meine Lampe. Ey, dann muss ich ja nochmal da runterklettern. Ja. Ich weiß nur nicht, ob du da erstmal irgendwie mit dem Feuer das Teer, das dann brennt oder so. Ich weiß es nicht. Ich kann ja noch nicht mehr speichern. Ich denke, du wirst ja auch nicht sofort sterben. Das ist schon eine Anzeige. Ach. Na. Weißt du Bescheid? Siehst du, dann wärst du doch tot gewesen. Ach, guck mal, das Kurbel. Ah. Abkürzung. Gut, dass du behalten hast. Jetzt hättest du so da drauf sitzen müssen. Wollt ihr nicht erst zum Wohnwagen? Ja, ja. Ich hab nur mal geguckt. Gib ihn, gib ihn, gib ihn. Da ist die alte Milf, ja. Boah. Jetzt mach ich aber auch gleich. In dem Gelände. Ja, wir haben uns hier Marathon die ganze Nacht. Jetzt, wir haben schon gleich, wie viel haben wir? Vier? Fünf? Nee, später. So, safe game. Fünf. So. 5 Uhr morgens. Und dann sage ich dann auch schon mal Adios, amigos, muchachos. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.